Sind wir im Stream? Ich glaube ja. Also erstmal hallo und guten Abend an alle, die im Stream sind. Entschuldigt, dass wir ein bisschen spät dran sind, aber wir haben hier eine relativ intensive erste Lab-Session hinter uns. Die Köpfe haben überall ein bisschen geraucht, aber es hat, glaube ich, zu positiven Ergebnissen geführt. Es ging um das Thema statisches Routing vor allem. Und ich habe die Ehre, jetzt hier den nächsten Vortrag anzusagen. Der Oliver steht schon da und hat was zum Thema OSPF vorbereitet. Das ist der Vortrag, auf den ich mich am meisten gefreut habe, denn ich denke, einigen wird bewusst werden, dass das Thema OSPF vielleicht den einen oder anderen Schmerz lindern kann. Wie das geht, warum das so ist und was das Ganze bringt, erklärt euch der Takt. Viel Spaß. Ich habe eine Sache vergessen, sorry. Es gibt im Hackint ein Channel, Routing Days. Da können Fragen gestellt werden, auch an die Leute im Stream oder bei Twitter unter dem Hashtag Routing Days. Das werden wir sammeln und dann wird der Oliver die am Ende beantworten. Jetzt aber. Danke. Ja, ich will was zu OSPF erzählen. Wir haben gerade statisch Routen konfiguriert und wir haben gemerkt, das ist relativ schmerzhaft. Die Aufgabe, die ihr hattet, das sind 2 Stunden oder waren es eher 3, bestand darin, dass ihr eigentlich 5 Routen auf jeweils 4 Routern konfigurieren solltet. Und das hat schon zu ganz schön viel Ärger geführt. Die Agenda, ich werde kurz darauf eingehen, was dynamisches Routing überhaupt ist. Warum machen wir das? Wo wird es verwendet? Wie funktioniert das grundlegend? Wie lernen sich Router kennen? Was ist die Linkstate-Datenbank? Warum ist die wichtig? Was ist ein Shortest Path Tree und wie entsteht der? Da will ich noch kurz darauf eingehen, was Multi-Area OSPF ist. Das ist nicht allzu wichtig für euch. Wir bleiben mal bei den Basics heute. Und am Ende gibt es noch ein paar Literaturhinweise. So, was bedeutet dynamisches Routing? Das bedeutet, dass die Routing-Tabelle automatisch gebildet wird. Das heißt, ihr müsst nicht mehr manuell IP-Route-Add jede einzelne Route da eintragen, sondern der Router weiß, wie das Netzwerk aussieht und er weiß, welche Routen er braucht und er trägt sie automatisch ein. Damit ist die ganze Arbeit, die ihr gerade gemacht habt, vollkommen überflüssig. Das setzt voraus, dass die Router voneinander wissen, damit sie wissen, wie das Netzwerk aussieht. Wenn sich was ändert, dann passt der Router automatisch die Routing-Tabelle an die Umstände an, hoffentlich. Es gibt 2 Varianten, es gibt Distance-Vektor-Protokolle, zum Beispiel RIP. Das bedeutet, Router A erzählt Router B, welche Subnetze er für welche Metrik erreichen kann. Zum Beispiel sagt der Router A zum Router B, ich kann den Router C für Metrik 3 erreichen. Dadurch weiß der Router A aber nicht, wie das ganze Netzwerk aussieht. Der weiß nur, wo er lang muss. Das ist so, ich erzähle meinem Nachbarn, ja, wenn du nach da willst, dann musst du da lang. Aber das ist nicht, dass der Nachbar, dem ich gerade erzählt habe, eine komplette Karte von der Gegend hat, wie die aussieht. Das ist der Fall bei Linkstate-Protokollen. Bei Linkstate-Protokollen weiß jeder Router, wie das ganze Netzwerk aussieht. Der kennt jeden einzelnen Link. Der weiß, wie lang der Link ist oder welche Kosten der hat. Und er kann daran, an dieses Abbilds, kann er eine Route berechnen von sich selbst zu allen anderen Knoten. Und damit kann er die Routing-Tabelle bauen. Beispiele für diese Protokolle sind OSPF, Open Shortest Path First und IS-to-IS, Intermediate System to Intermediate System. Das wird mehr in der Carrier-Welt verwendet. OSPF mehr so im Enterprise. Es gibt aber auch ISPs, die OSPF verwenden oder Leute, die IS-IS im Enterprise-Netz verwenden. Also das ist nicht exklusiv, das ist nur so die Geschmacksrichtung. Im Grunde funktionieren die beide gleich, diese Protokolle. Die haben aber einige Details, die sich unterscheiden, was die Skalierung angeht. Wozu wird das verwendet? Das wird verwendet, um innerhalb einer Organisation oder eines Netzes einen Routing-Informationsaustausch herzustellen. Das heißt, es wird nicht dazu verwendet, um Routing-Informationen mit anderen Organisationen auszutauschen. Dafür gibt es das BGP, das Border Gateway Protokoll. Da sprechen wir morgen drüber. Also heute geht es immer noch nur darum, innerhalb eures Netzes zwischen diesen 4 Routern die Erreichbarkeit herzustellen. Ja, wie funktioniert das grundlegend? Gerade schon gesagt, so ein Router muss ein Abbild haben vom kompletten Netzwerk. Damit er das weiß, was es gibt, muss ihm das jemand erzählen, was er weiß. Und wenn alle allen erzählen, was sie wissen, dann wissen alle alles.
haben alle die Linkstate-Datenbank. Und mit der Linkstate-Datenbank kann jeder seinen kürzesten Weg zu allen anderen Knoten berechnen. So, und die berechneten Routen, die werden dann in die Kernrouting-Tabelle installiert und dann kann es losgehen. Dann können die IP-Pakete fließen, so die Theorie. OSPF verwendet kein UDP und kein TCP. Das wird direkt in IP übertragen mit der Protokollnummer 89. Das heißt, wenn ihr Firewalls fahrt, IP-Tables, Stichwort, und ihr wollt das aufmachen, dann müsst ihr nicht einen TCP-Port öffnen und einen UDP-Port öffnen, sondern ein ganzes Protokoll mit der Nummer 89. So. Hello-Protokoll. Zwei Router sind miteinander verbunden. Jetzt müssen die sich irgendwie kennenlernen. Was machen die? Die schicken sich gegenseitig Pakete zu. So, der Link ist da, der Link ist konfiguriert als ein OSPF-Link und dann legen wir mal los und sagen, hallo, ich bin so und so, ist da jemand? Das gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder haben wir einen Point-to-Point-Link, das wäre so eine serielle Verbindung, eine PPP-Verbindung zum Beispiel. Also, es ist also ein Link, an dem maximal zwei Geräte angeschlossen sind, Router A und Router B, nicht mehr. Das ist ein Point-to-Point-Link. In dem Fall wird das nicht an eine Broadcast-Adresse gesendet, wenn ich mich recht entsinne, sondern an die Broadcast-Adresse. Haben wir ein Ethernet dazwischen, also sprich eine Broadcast-Domäne, ein Layer-2-Netz, wo mehrere Rechner dranhängen können, dann haben wir was mit Multicast zu tun. Wie habe ich denn da Broadcast geschrieben? Multicast. Multicast bedeutet, diese Pakete sind nicht 1 zu any, sondern 1 zu n. Nur die Leute, die Router, die das haben wollen, empfangen diese Pakete. Sprich, ein OSPF-Router, der diese Pakete haben möchte, der sagt, der konfiguriert, ich möchte an dieser Gruppe teilnehmen, diese Gruppenkommunikation auf diesem LAN-Segment. Und über dieses LAN-Segment werden dann die Hello-Pakete ausgetauscht, über diese Adresse da. Das heißt, wenn ihr das aufmachen wollt in der Firewall, die Destination-Adresse von diesen Hello-Paketen ist 224.005. Die müsst ihr aufmachen. Wenn die zu ist, dann kommt da keine Adjacency zustande. Da gibt es ein paar wichtige Details, wenn man so ein Hello-Protokoll konfiguriert. Es gibt ein Hello-Intervall, das sagt an, wie oft sagt ein Router zu seinem Nachbarn Hallo. Standard ist, dass er es alle 10 Sekunden tut. Es gibt auch ein Intervall, der festlegt, wann ein Router als tot angenommen wird. Wenn ich 4-mal so lange, wie das Hello-Intervall war, nichts von meinem Nachbarn gehört habe, dann gehe ich davon aus, dass er tot ist. Das Default dafür ist 40 Sekunden. Das heißt, wenn der Nachbar stirbt, aber mein Interface oben bleibt, dann dauert es 40 Sekunden, bis ich erkenne, dass mein Nachbar tot ist. Und so lange schicke ich dem Pakete, obwohl er weg ist. Das heißt, das da möchte man unter Umständen ein bisschen aggressiver gestalten. Das kann man runterdrehen bis auf Hello auf eine Sekunde und Dead auf 4 Sekunden. So fahren wir das im Backbone. Wichtig ist zu wissen, das Hello-Intervall und das Dead-Intervall, die müssen auf den beiden Nachbarn übereinstimmen. Wenn die nicht übereinstimmen, dann werden die keine Adjacency aufbauen. Das heißt, die werden sich nicht gegenseitig als Nachbarn akzeptieren und Routing-Informationen austauschen. Das wird nicht passieren. Was setzt es voraus, damit noch mit einer Adjacency entstehen kann? Wie ich gerade gesagt habe, der Hello-Intervall muss gleich sein, der Dead-Intervall muss gleich sein auf beiden Seiten. Die IP-Adressen, die konfiguriert sind auf den Interfaces, müssen exakt im selben Subnetz liegen. Also wenn der eine im /24 liegt und der andere in einem /25, was ein Teil von dem /24 ist, funktioniert nicht. In dem Hello-Paket steht drin, für welches Subnetz dieses Hello-Paket gedacht ist. Und wenn die Subnetzmaske nicht übereinstimmt, dann baut er keine Adjacency auf. Man kann Authentifizierungen konfigurieren, sprich, das limitiert, mit wem ich überhaupt sprechen möchte, aus Sicherheitsgründen. Ich mache vielleicht OSPF an auf einem Netz, aber da kommen vielleicht auch Besucher, die auch an dieses Netz ran können mit ihren Laptops, so wie hier. Aber ich möchte mit denen kein OSPF sprechen, weil die könnten mir Routing-Informationen erzählen, die ich in meinem Netz gar nicht haben möchte. Die announcen mir irgendwie 8888 und dann kriegen die meinen ganzen DNS-Traffic, der nicht zu Google sollte. Deswegen kann man da ein Passwort setzen, entweder im Klartext oder als MD5, was ich empfehlen würde. Es gibt einen Konfigurationsparameter Area, was eine Area ist, da komme ich gleich noch drauf. Die muss identisch sein, sprich, wenn ich zwei Router habe und ich konfiguriere diese Links an diesen beiden Routern, dann muss die Area, die konfiguriert, übereinstimmen. Wenn eine Area 0 ist, andere sind Area 1, dann wird die Adjacency nicht hochkommen.
Hello-Dead-Intervall, habe ich gerade schon gesagt. Die MTU, die konfiguriert ist die Maximum Transmission Unit, also die maximale Paketgröße, die durch ein Interface durchgeht, die muss übereinstimmen mit Anmerkungen. Theoretisch muss sie das nicht, praktisch muss sie das schon. Dass sonst, wenn die MTU nicht übereinstimmt an beiden Enden, dann führt das dazu, dass der Router A, der die größere MTU hat, große Pakete losschickt und der Router B sagt so, nee, das ist aber zu groß, das kann ich nicht. Und es gibt aber keinen Weg, wie der Router B dem Router A mitteilen kann, dass das zu groß war. Und dann bleibt der ganze Prozess da stecken. Das heißt, die fangen an, ihre Link-State-Datenbank auszutauschen, aber in eine Richtung kommen die Pakete nie an. Das sieht man dann daran, dass die Adjacency in einem Status hängen bleibt, der als X-Start bezeichnet wird. Deswegen ist darauf zu achten, dass die MTU übereinstimmt. So eine Adjacency, wie sieht das aus? Das geht los mit Down und dann fängt man an, erstmal ein Hello-Paket rauszuschicken. Ich habe selber noch kein Hello-Paket empfangen, ich schicke eins los, dann wechselt der Status von dieser Adjacency in den Status Init. Der Nachbar schickt ein Hello-Paket zurück und listet mich als einem ihm bekannten Nachbarn. Das Paket bekomme ich zurück. Ich sehe mich selbst in diesem Paket, dann weiß ich, okay, mein Paket ist bei ihm angekommen, er hat mich gesehen und ich sehe, dass sein Paket bei mir ankommt. Damit habe ich ein Two-Way-State. Das ist eine bidirektionale Kommunikation, die ist da, die funktioniert. X-Start, das heißt, die Router verhandeln, wer hier der Master ist, im Austausch der Link-State-Datenbank. Exchange heißt, wir tauschen die Informationen gerade aktiv aus. Das kann mal ein paar Sekunden dauern, je nachdem, wie busy so ein Router gerade ist. Exchange tauscht aus, wie die Datenbank aussieht. Das ist ein Beschreibungspaket. Loading überträgt die eigentliche Datenbank. Also das kann man sich so vorstellen, da werden Informationen übertragen, welche Link-State-Einträge existieren, aber nicht, wie die aussehen. Und bei Loading wird dann die eigentliche Information erst übertragen, wie denn die Link-State-Information aussieht. Wenn wir dann einen Full-State erreicht haben, dann ist die Adjacency vollständig und wir können anfangen, unsere Routing-Tabelle zu berechnen. Das heißt, in dem Moment haben wir ein vollständiges Abbild vom Netzwerk. Wir wissen, dass Router A mit B verbunden ist, B mit C und C mit D und welche IP-Adressen da drauf sind und so weiter und so fort und zu welchen Kosten. Wie sieht so eine Link-State-Datenbank aus? Hier ist mal ein Beispielnetz, ein kleines. Und der Link-State-Datenbank dazu, da steht quasi genau drin, von welchem Element zu welchem Element, zu welcher Metrik eine Erreichbarkeit gegeben ist. Also wer mit wem direkt verbunden ist. Mit diesen Informationen, die rechts in der Tabelle stehen, kann ich mir links den Graphen komplett herleiten. Das ist eine 1:1 Beschreibung. So, mit dieser Tabelle kann der Router hingehen und sich selbst berechnen, wie der kürzeste Weg von sich selbst zu allen anderen Systemen lautet. Das ist hier mal exemplarisch dargestellt für den Router R4. Der Router R4 hat hier also berechnet, dass sein kürzester Weg zum Knoten N1 über den R3 führt. Das heißt, er erstellt eine Route und sagt, okay, die Loopback-Adresse von dem N1 oder die Adresse, das Subnetz, was da drauf ist, das konfiguriere ich mit einem Next-Hop, der auf R3 zeigt. Und das macht er für alle Elemente im Netzwerk. Und dann ist die Routing-Tabelle vollständig. Und damit ist die Magie auch schon vorbei. Ist das zu schnell? Okay. Also die Link-State-Datenbank, die ist eine Darstellung in tabellarischer Form von diesem Netzwerk, was ihr auf der linken Seite seht. So, jeder Knoten hat eine Beschriftung, eine Bezeichnung. Das ist der R1 und zum Beispiel der R2 oben links. Nehmen wir uns die mal raus. Wenn man sich jetzt hier anguckt, zwischen R1 und R2, da liegt noch N2. Und wenn ich jetzt schaue, ich nehme den R2 zu N2. Wo ist denn das? Das ist ziemlich genau da. Da steht, dass da eine Metrik von 1 ist. Das ist dieser Link hier, der hier. Und von dem R2 zu N2, R2, N2, das ist der hier, achso, das war der hier soeben, ja. Das sind die beiden Links, dieser Link und dieser Link. So, und dieser Link, der kommt von R3, jetzt gucke ich hier R3 nach N2, das ist dieser Link. So, man sieht also anhand dieser Tabelle,
habe ich ein vollständiges Abbild von dem Netzwerk im Speicher. Das bedeutet, dass die Frage war, was es bedeutet, wenn da ein Strich steht. Das bedeutet, dass diese beiden Knoten keine direkte Verbindung miteinander haben. Genau. Das ist keine Routing-Information. Das ist Information, wie das Netzwerk aussieht. Das ist eine Link-Zustandstabelle. Da steht quasi drin, zwischen R1 und N1 gibt es einen Link zur Metrik 2. Und die Metrik bedeutet nur, das sind die Kosten. Ja, das ist, daran kann ich berechnen, wie weit ist das. Wenn das eine Straße wäre, dann wäre das die Länge in Kilometern. Die Metrik hast du aber rein. Genau, die kann ich konfigurieren. Diese Metrik, die denke ich mir aus. Die wird per Default abgeleitet von der Bandbreite, die ich habe. Also es gibt eine Referenzbandbreite, die wird dividiert durch die Bandbreite meines Interfaces. Wenn ich eine Referenzbandbreite von 1 Gigabit habe und ich habe einen 100 Megabit Link, dann ist die Metrik 10. Die kann ich aber auch aktiv konfigurieren, was ich immer empfehlen würde. Weil ich bestimmte Wege in meinem Netzwerk bevorzugen möchte oder eben nicht bevorzugt haben möchte. Das ist deswegen so, weil das N2, das ist ein Switch, das ist eine Broadcast-Domäne, das da, das hat selber keinen Status, das hat kein OSPF. Die Frage war, warum hier bei N2 zu R2 und R1, ist bei beiden gleich, warum da eine 0 steht und andersrum, warum das nicht so ist. Das ist deswegen so, weil die Metrikangabe, die ist unidirektional, die ist von dem Router ausgehend und das Element N2 ist eine Broadcast-Domäne, das ist ein Switch. Fragen melden und ich kann. Okay. Und diese Broadcast-Domäne wird halt beschrieben, da steht dann drin, in der Links der Datenbank steht quasi drin, der Router 1, 2 und 3, die hängen an einem gemeinsamen Switch und der Router 1 hat die Metrik 1 konfiguriert und der Router 2 hat die Metrik 1 konfiguriert und der Router 3 hat die auch konfiguriert. Das Element N2 ist selber kein aktiver Router. Ich habe ein Mikro. Hervorragend. Also die Tabelle ist zu lesen. Oben die horizontale, quasi wenn ich von oben nach unten gehe, das ist die Quelladresse oder das Quellrechner, Quellrouter. Und von wenn ich jetzt runtergehe, ist das Ziel. Richtig. Danke. Ich hoffe, das ist klarer geworden jetzt. So, an dieser Information kann man jetzt sich berechnen, wie der kürzeste Weg von einem Knoten aus zu allen anderen Knoten lautet. Dafür gibt es den Dijkstra-Algorithmus, den erkläre ich jetzt hier nicht, wie der funktioniert. Wer den nachschauen möchte, der tue das. Jedenfalls ist das der Baum, der da rauskommt. So, und dann ist klar, wo es lang geht. So, von R4... Wenn R4 nach N3 möchte, dann installiert er eine Route Richtung R3. Der R3 wiederum geht hin und berechnet anhand derselben Linkstatusdatenbank, die er hat, selber von sich aus den kürzesten Weg zu allen anderen Knoten. Das heißt, der R3, der berechnet sich, dass sein kürzester Weg zu N3 über N2 geht und installiert sich die Routen. Der R2 hier, der wiederum Router ist, der macht das Gleiche. Der hat die Linkstate-Datenbank, der berechnet sich den kürzesten Weg zu allen anderen Knoten. Und weil alle das gleiche Bild haben, kommt da eine konsistente Routing-Tabelle raus, die verteilt ist nachher im Netzwerk. Deswegen haben wir nicht das Problem, dass Router A zu B routet, Router B will zu Router A zurück. Alle haben die gleiche Linkstate-Datenbank und alle berechnen von sich den kürzesten Weg zu allen anderen Knoten. Moment, Mikro kommt. Wo war das? Das heißt, die Metrik, die sich aus der Bandbreite ergibt, muss aber auch für allen Routern auch die gleiche sein, da wird das gleiche Ergebnis bei rauskommt. Die Metrik, die in der Links der Datenbank steht, die ist für jeden Link
nicht für jeden Link, aber für einen. Du hast einen Link auf Router A in der Datenbank und auf Router B in der Datenbank. Das ist derselbe Link. Der hat natürlich dieselbe Metrik. Wenn ich sage, die Links der Datenbank ist gleich, dann heißt das, sie ist komplett identisch. Jeder Router in diesem Netzwerk hat diese Tabelle. Diese Tabelle hier, die ist nicht routerspezifisch. Diese Tabelle hat jeder Router exakt so, nicht anders. Okay, du hast vorhin gesagt, dass sich aus der Metrik, wie geroutet wird, ja auch noch die Bandbreite des Kabels genutzt wird. Ja. Du kannst die Metrik selber zuteilen. Das muss ich dann aber logischerweise für alle Router machen. Also wenn ich nur einen Teil der Router verwalte, würde es keinen Sinn ergeben. Warum? Wenn deine Metrik, was deine 1 entspricht, also dein Gigabit-Port, ja, auf einem anderen Router anders gesetzt ist, mhm, dann ist es nicht mehr eindeutig. Du kannst asymmetrische Bandbreite haben und kannst es darin abbilden und das führt auch nicht zu Problemen. Hoppla. Richtig. Ich habe das Gefühl, dass das Missverständnis dazwischen ist, wie die Routing-Tabelle zu den Routern kommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, tauschen die Router Teilbestände der Routing-Tabelle untereinander aus, bis es ein gemeinsames Bild gibt? Nein. Nein. Die Router tauschen Link-State-Informationen aus. Das ist keine Routing-Tabelle. Die Router tauschen dieses Ding hier aus, ja, diese Tabelle. Die bauen die auf. Der Router A sagt, ich habe folgende Netzwerkinterfaces mit folgenden IP-Adressen. Der Router B sagt, ich habe folgende Interfaces mit folgenden IP-Adressen. Das sagt er dem Router A. Der Router A sagt das all seinen anderen Nachbarn weiter. Der sagt das allen seinen Nachbarn weiter. Der sagt das allen seinen anderen Nachbarn weiter. Und alle haben nachher ein Abbild davon, wer mit wem verbunden ist. Das ist keine Routing-Information. Das ist eine Information, dass dieser Link hier existiert. Das sagt nicht aus, welche Route danach herauszukommen hat. Und sobald alle diese gleiche Tabelle haben im Speicher, führen die alle den gleichen Algorithmus aus, um von sich selbst zu allen anderen Knoten den kürzesten Weg zu berechnen. Und da die alle das auf Basis derselben Information tun, geschehen da auch keine Routing-Loops. Deswegen geht ein Paket immer in eine Richtung und kommt nicht auf einmal wieder zurück. Die Frage war, ob der Speicher vollläuft, wenn das Netz zu groß wird. Der Speicher ist nicht wirklich das Problem. Das Problem ist die Laufzeit des Algorithmus, denn der ist in O von n². Das heißt, mit jedem Link, den ich hinzufüge, verdoppelt sich die Laufzeit von dem Dijkstra-Algorithmus. Das führt dazu, dass du so ein Netz normalerweise nicht mit mehr als 500 Knoten fahren möchtest, innerhalb einer Area. Was das mit der Area auf sich hat, da komme ich gleich noch zu. Ich habe eine Frage, gibt es einen Master, der das verwaltet oder setzt sich jeder Router aus diesen gebroadcasteten Eigeninformationen diese Tabelle selber zusammen? Also fällt es auf, wenn irgendwann zum Beispiel ein Router, der seine Informationen dann weglässt oder ausgetauscht wird? Also die Links der Datenbank hat jeder selber. Die verbreitete Links der Datenbank, da gibt es eine besondere Rolle in einem Broadcast-Segment. Das ist der Designated Router. Das ist quasi ein Platzhalter für alle Router, die an einem Broadcast-Segment hängen. Das heißt, an diesem LAN hier oben, einer von diesen dreien hier, oben links, wird ein Designated Router sein. Das sind eigentlich Details, auf die ich heute nicht eingehen wollte, weil die nicht wirklich relevant sind für den täglichen Betrieb. Aber da du jetzt danach fragst, mache ich das trotzdem. Dieser Designated Router, der hat nochmal eine andere IP-Adresse. Das ist nämlich, ihr habt eben gesehen, das war die 224.005, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und der Designated Router, der hat die 224.006. Und das wird ausgehandelt und hat eine Priorität, die man auch konfigurieren kann. Also jeder Router hat einen Prioritätswert. Und der den höchsten Prioritätswert hat, der ist der Designated Router. Und der hat diese Sonderrolle. Und alle anderen, die an diesem LAN da oben hängen, die wissen anhand des Hello-Protokolls, wer da der Designated Router ist. Und die schicken erstmal ihre Linkzeitinformationen nur an diesen einen. Gehen wir davon aus, hier der R2 ist jetzt der Designated Router. Das heißt, der R3 und der R1, die werden ihre Linkzeitinformationen erstmal nur an den R2 schicken. Und der R2 hat dann die Aufgabe, die wiederum an alle anderen, die da oben an diesem LAN angeschlossen sind, diese Informationen zu verteilen. Beantwortet die Frage? Gut. Es gibt auch ein Backup-Designated Router.
der Vollständigkeit halber. Der hört auf dieselbe Adresse, das ist ja mit der zweithöchsten Priorität. Der springt ein, wenn der erste verschwinden sollte. Ja, wenn einer weg ist, das waren 40 Sekunden, glaube ich, per Default. Ne? Ist das in der Praxis auch so oder hat der irgendwie Methoden, dass das schneller geht oder ist das nicht relevant, dass das schneller gehen müsste? Oder? Das ist schon relevant, dass das schneller gehen müsste. Es gibt ein paar verschiedene Ansätze, wie man das behandeln kann. Die stumpfste Möglichkeit ist natürlich, wie ich gesagt habe, den Hello-Timer runterzusetzen und den Dead-Timer auch und zu sagen, ich mache Hello 1 und Dead 4, oder brauche ich noch 4 Sekunden und 4 Sekunden sind in manchen Umgebungen nicht akzeptabel. Hauptsächlich, wenn man da beruflich arbeitet, dann sind 4 Sekunden eher nicht so cool. Eine Lösung ist, dass man die Interfaces immer direkt von Router zu Router steckt. Wenn nämlich jetzt hier, sag mal, der Link hier kaputt gehen sollte, dann registriert der R3 und der F4 das und die nehmen die Adjacency sofort runter, weil sie merken, dass das Interface, was sie benutzt haben, um die Adjacency aufzubauen, dass das kaputt ist. Die warten dann nicht 40 Sekunden, sondern die nehmen das sofort down und berechnen sofort eine neue Routing-Tabelle und die informieren auch sofort alle ihre Nachbarn, dass dieser Link hier weg ist, damit diese Tabelle abgedatet wird. Und wenn diese Tabelle abgedatet ist, dann können alle Router im Netz ihre Routing-Tabelle neu berechnen und das anpassen. Das ist die Idee. Und dann gibt es noch sowas, das nennt sich BFD, Bidirectional Forward Detection. Das macht in der Praxis fast kein Mensch. Das bedeutet, dass zwei benachbarte Router sich im Millisekundentakt BFD-Hello-Pakete zuschicken und die definieren, nur solange das BFD funktioniert, mache ich auch OSPF. Wenn das BFD kaputt geht, dann mache ich das OSPF da sofort aus. Aber das ist praktisch nicht wirklich relevant. Ich habe es noch nie in Aktion gesehen, funktionierend. Ich habe es beim Lab versucht, zwischen einer Arista und einer Juniper-Box und wenn dann da ein Bundle ist mit mehreren Ethernet-Interfaces, dann geht das Problem schon los, weil da nicht definiert ist, wer wo lang welches Paket schickt. Weil es im Standard nicht steht und jeder Hersteller es anders macht. Deswegen ist BFD, vergiss das, willst du nicht machen. Ist das jetzt klarer geworden? Nickende Gesichter, das finde ich gut. So, shortest path tree wird berechnet, habe ich gerade schon gesagt. Ich glaube, auch das ist jetzt soweit klar. Das ist eine andere Darstellung der Routing-Tabelle im Endeffekt. Das bedeutet für R4, alles was da links ist, bekommt einen Next-Hop, der auf R3 zeigt. Und alles, was da rechts hängt, bekommt einen Next-Hop, der entweder auf R7 oder R6 zeigt. N5 kann kein Next-Hop sein, weil N5 ist eine Broadcast-Domain, ist ein Switch. Ja, also da muss da schon noch ein Router identifiziert werden, der an dem Switch hängt. Das ist dann also entweder der 6er hier oder der 7er. Das heißt, der hat im Endeffekt, kennt der R4 drei verschiedene Next-Hops für seine Routen, nämlich den R3, den R6 und den R7 und keine anderen. So, und jeder Router berechnet das, probiert es in seine Routing-Tabelle. Dahin gibt es eine Frage. Wenn der N5 jetzt eine Broadcast-Domain ist, der R6 und R7 jeweils Router. Ja. Zwischen N5 und den jeweiligen R6 oder 7 habe ich eine Metrik von 0. Zwischen N5 habe ich eine Metrik von 1. Wenn der N5 kein Router ist, welche Metrik geht denn da eigentlich? Für den R4 zu R6 und 7 ist die Metrik 1. Von R6 und 7 zu R4 ist die Metrik 0. Also die Metrik ist pro Richtung. Die muss nicht symmetrisch sein. Ich kann von A nach B eine Metrik 1 haben und von B nach A eine Metrik 5. Guter Punkt. Aber dennoch könnte es so konfiguriert sein, wie ich gerade gesagt habe. Diese Metriken hier. Nee. Magst du mal herkommen? Und deinen Punkt mal klar machen. Zeig nochmal die Tabelle, die LS-Datenbank. Das sind die Zeilen da oben, wo eine 0 drin steht. Wenn man ausgehend von dem Netz guckt, von der Broadcast-Domain, die ja kein Router ist, haben wir die Metrik 0. Jetzt nochmal zum Bild. Also was er gerade sagte, mit die Kosten können in unterschiedliche Richtungen unterschiedlich sein, stimmt natürlich, spielt aber hier keine Rolle, weil das der Standpunkt von R4 ist. Das heißt, die Gegenrichtung interessiert uns gerade überhaupt nicht. Was das also ist, sind die Nulleinträge aus der Tabelle vom Netz aus. Aus dem Netz zu einem Router kostet es ja nichts. Korrekt. Danke. Der R6 zu R4. Eigentlich muss man das hier angucken. Der R6 ist der hier. Ja. Das ist eine Metrik 1 an diesem Link. Ja.
und der R4 hängt hier an dieser Broadcast-Domäne, das heißt, die Metrik ist eigentlich 1. Richtig. So. Und was du hier siehst, was Herr Max gerade gesagt hat, diese 0 hier, das ist quasi die Metrik, die der N5 hat, um den R4 zu erreichen. Ja, das ist richtig. Die gibt es nicht, weil das eine Broadcast-Domäne ist. Ja, ja, klar, aber dann ist mein Weg von R6 zu R4 immer halt 1. Und wenn da jetzt meinetwegen, wenn da jetzt 2 statt der 0 stände, dann wäre, was wäre es dann? Die Summe oder was wäre es dann? Wenn wo was stände? Mach mal das Bild wieder mit dem Baum. Ja. Zwischen N5 und R6, mal angenommen, da stände eine 2. Da steht immer eine 0. Ach so, weil es ja N5 ist. Ja, vergessen wir es. Genau, das war der Punkt. So. Ist das jetzt klar? So. An dem Punkt ist die Erreichbarkeit aller Netze praktisch gegeben innerhalb einer Area. Davon sind wir gerade ausgegangen, dass alles in einer Area ist. Was ist eine Area? Eine Area ist einfach nur ein Bereich, den kann ich festlegen. Es gibt verschiedene Areas. Es gibt die Area 0, die hat eine besondere Rolle, das ist der Backbone. Die Backbone Area, die verbindet alle anderen Areas miteinander. Alle anderen Areas müssen mit Backbone verbunden sein, per Definition. Warum das so ist, ist erstmal egal, wir glauben das jetzt erstmal. Das ist so. Es gibt die Möglichkeit, virtuelle Links zu definieren durch Areas. Das heißt, ich habe eine Area 0, da hängt eine Area 1 dran und die Area 2 hängt an Area 1. Aber da muss ich einen virtuellen Link bauen. Den muss ich konfigurieren und dann kann ich auch sowas machen, dass die Area 2 nicht physikalisch direkt an der Area 0 hängt. Ein Router, der mehrere Interfaces in mehreren Areas hat, wird als ABR bezeichnet. Das ist ein Area Border Router. Signifikant für eine Area ist, dass jede Area eine eigene Link-State-Datenbank hat. Das heißt, die Area 0 hat eine, die Area 1 hat eine eigene Datenbank, die Area 2 und die Area 3 ebenfalls. Das bedeutet auch, dass der ABR mehr als eine Link-State-Datenbank hat. Das heißt, dieses gesamte Netzwerk, was ihr da jetzt seht, das ist nicht mehr eine große Link-State-Datenbank, das sind 4 Stück. Und manche Router haben mehr als ihre eigene. Das sind die ABRs, die Area Border Router. Die kennen nicht nur ihr eigenes Netzwerk, die Area 0, sondern die kennen auch die anderen Areas. Dieser hier, der kennt noch die Area 1 und der hier, der kennt noch die Area 3. Außerdem kennt der auch noch die Area 2. Ja, die hatte ich am Anfang gesagt. Innerhalb jeder Area passiert das, was ich gerade erklärt habe. Das heißt, in dem Fall macht die Area 0, macht das, was ich erklärt habe, mit ihrer Link-State-Datenbank und baut den Shortest Path Tree. Die Area 1 macht das intern, die Area 2 macht das intern. Damit jetzt eine Erreichbarkeit zwischen Area 1 und Area 0 entstehen kann, passiert Folgendes. Der AWR berechnet seinen Shortest Path Tree zu diesen 3 Routern hier unten und der flattet diese Information, und zwar nicht als Linkstatus, sondern die Route an sich, die teilt er seinen anderen Nachbarn hier mit in der Area. Ja, der erzählt seinem Router hier oben und sagt dir, pass auf, hier unten die ganzen Router, die kann ich erreichen für folgende Metriken. Da steht nicht mehr drin, dass da unten ein Link von da nach da ist. Der sagt nur, ich habe die IP-Adresse und die IP-Adresse und die IP-Adresse und die kann ich für Metrik X erreichen. Dadurch steigt die Laufzeit für den Shortest Path Tree, für den Dijkstra-Algorithmus in Area 0 nicht an, auch wenn die Area 1 größer wird. Das ist der Trick. So kann ich das skalieren. So kann ich sagen, okay, ich packe 500 Router in Area 1 und 500 Router in Area 0 und 500 in Area 2 und in Area 3 und dann kann ich das richtig groß machen. Das machen wir praktisch nicht, weil das andere Probleme mit sich bringt in Service-Provider-Netzen. Da baut man aber alles in Area 0. Deswegen machen wir hier im Lab heute auch nur Area 0. Bei diesen Areas, da gibt es noch ein paar Spezialfälle, dass bestimmte Routing-Informationen ausgefiltert werden, stattdessen Default-Routen verbreitet werden. Aber darauf gehen wir heute der Einfachheit halber nicht ein. Es sei denn, jemand möchte das unbedingt und ist daran interessiert, so wie jemand an dem Designated Router interessiert war. Es gab eine Frage. Die einzige Frage, die ich dazu hätte, wäre, gibt es außer der Größe noch andere Gründe, das aufzuteilen oder ist es wirklich nur die Anzahl der Knoten, die irgendwann zu groß wird? Es geht nur um Skalierung dabei. Okay, danke. Typischerweise. Irgendwelche Netzwerkarchitekten mögen da auch nochmal andere Ideen davon haben, aber eigentlich sehe ich da gerade keinen anderen Grund für.
Der Kommunikations-Overhead ist der gleiche. Also wie wenn ich innerhalb einer Area kommuniziere, ist ja dieselbe Menge an Daten, wie wenn ich zwischen Areas kommuniziere. Meinst du jetzt die Nutzdaten oder das Protokoll? Protokoll. Innerhalb der Area wird die Linkstate-Datenbank ausgetauscht. Ich meine, da kommt natürlich dann hinzu, dass für jede Area die Routen dadurch gejagt werden müssen, aber das ist in der Regel kein Problem. Also es wäre halt die Frage, wenn ich an verschiedenen Standorten, mache ich für verschiedene Standorte verschiedene Areas, um die, ich sag mal, die VPN-Verbindung, die ich dazwischen habe, zu schonen, oder mache ich eine große OSPF-Wolke? Da gibt es auch folgendes Detail bei zu beachten. Immer dann, wenn sich eine Linkstate-Datenbank ändert, dann wird für diese eine Linkstate-Datenbank die komplette Routing-Tabelle neu berechnet auf jedem Router. Das heißt, angenommen, du hast jetzt ein Netz mit ganz vielen wackeligen Verbindungen wie deine VPNs, die schon mal einfach mal verschwinden, weil DSL-Zwangstrennung oder was der Geier was, und du warst alles in Area 0 und irgendein DSLer geht aus, dann geht der Upstream-Router hin und verbreitet an alle anderen Router in deiner Area 0, dass dieser Link nicht mehr da ist. Und dann geht jeder Router hin und berechnet seine Routing-Tabelle komplett neu. Mit dem Dijkstra-Algorithmus. Und je größer das ist, umso mehr CPU-Zeit brauchst du dafür. Deswegen möchtest du bei solchen wackeligen Verbindungen nicht alles in eine Area reinsetzen. Ist das plausibel? Gut. Sonst noch was? Multi-Area habe ich gerade erklärt. Achso, noch ein Punkt. Ja, man kann zwischen Areas kann man auch Routen filtern. Das Ding ist ja, innerhalb einer Area hat ja jeder diese Linkstate-Datenbank. Und weil ich eine Linkstate-Datenbank habe, haben auch alle Routen. Ich kann nicht hingehen und sagen, diese eine Route möchte ich aber nicht. Denn wenn ich dieses Netzwerk hier nehme und ich sage auf diesem einen Router hier, ja, aber diese eine Route, die filterst du bitte aus was weiß ich was für Gründen. Dann macht er das zwar, aber der R4 sagt immer noch, der R7 ist mein kürzester Weg zu R8, unabhängig davon, ob der R7 jetzt lokal konfiguriert, dass er die Route installiert oder nicht. Wenn er die Route nicht installiert und er bekommt das Paket, dann kann er das nicht weiterleiten. Und heute Morgen wurde auch in dem Tester die Frage gestellt, was macht ein Router mit einem Paket, zu dem er keine Route hat? Die Antwort ist, er verwirft es. Und damit ist die Kommunikation unterbrochen. Deswegen kann man in OSPF-Netzen nicht hingehen und sagen, ja, aber hier möchte ich jetzt ein bestimmtes Präfix nicht installieren in meiner Routing-Tabelle. Das möchte ich nicht haben, das geht nicht. Das kann man an genau einem Punkt machen und das ist hier am ABR. Da kann ich hingehen und definieren, ein bestimmtes IP-Netz, was hier unten in Area 1 benutzt wird, soll nicht in die Area 0 verbreitet werden. Da kann ich solche Filterkonstrukte bauen und sonst geht das nicht. So. Das ist noch eine Frage. Ja, du sagtest also, wenn ein Router wegfliegt, teuer, weil alle müssen neu berechnen ihre Linkstates. Wenn ich einen Router habe, der aus anderen Quellen Routen kriegt, die sich ständig ändern oder so, meinetwegen, ich habe einen Router, der spricht in eine andere Richtung, BGP oder so, kriegt da sich ändernde Routen, das ist aber kein Problem, oder? Die werden dann verteilt, oder wie läuft das ab? Das kommt darauf an, was du konfiguriert hast. Wenn du die Routen, sag mal, du bekommst die per BGP, du verteilst die per BGP, da interessiert das OSPF ja natürlich nicht. Wenn du aber die BGP-Routen nimmst und sie in dein OSPF hinein redistributierst, kannst du damit schon eine Menge Stress auch darin trotzdem noch erzeugen. Da wird kein neuer kein neuer Shortest Path Tree erstellt, aber OSPF ist nicht dafür gedacht, um da eine 500.000 Routen drin zu übertragen als External Routes. Dafür ist es nicht gedacht. Kannst du nochmal auf das Bild zurückgehen? Ja. Auf das andere mit dem Shortest Path? Du hast ja gesagt, der R7 kann keine Route zu R8 anbieten, sonst geht das kaputt. Ne? Also du hast ja gesagt, R7 kann jetzt nicht die Route zu R8 wegschmeißen, weil dann sendet R4 ihm trotzdem noch Pakete, die dann kann er nicht... Weil die Linkstate-Datenbank ja sagt, da ist der kürzeste Weg. Sorry. Kann R7 nicht schon beim Aufbau der Linkstate-Information diese Information verschweigen, dass er R8 hat und das quasi gar nicht in die Linkstate-Datenbank melden? Dann hätte ich doch auch quasi eine ignorierte Route. Klar, das geht. Aber dafür musst du halt das OSPF auf dem Link ausmachen. Nee, wenn hier keine Adjacency ist zwischen den beiden Routern. Wenn R7 und R8. Wenn R6 auf den R8er sehen würde, dann könnte R6 sagen, der R8er ist auf den R8er. Ja, also der Hinweis war, wenn der R6er einen Link hätte zum R8er
und der R7er macht jetzt einen OSPF aus, klar, dann hätte ich natürlich hier einen anderen Weg. Aber so kann ich halt nur hingehen, wenn ich das hier nicht benutzt haben möchte, dann muss ich auf dem R7 das OSPF auf dem Link einfach ausknipsen. Und dann verschwindet das natürlich auch aus der Linkstate-Datenbank hier. Dann ist der Link hier nicht mehr drin. Und dann kann man natürlich auch nicht mehr rauskommen, dass das der kürzeste Weg ist. Okay. Und zu den Areas noch eine Frage. Kannst du auf das Bild mit den Areas gehen? Ja. Kann ich jetzt aus der Area 3 eine Route in die Area 1, würde die immer über den Backbone führen? Ja. Das heißt, ich kann nicht sagen, der kürzeste Weg ist über Area 2 zu routen, sondern die Routen müssen quasi denselben Weg gehen wie die Link-State-Datenbanken auch. Genau. Okay. So ist es. Alles klar. Habe ich gerade gesagt schon. Es gibt natürlich Virtual Links. Du kannst Virtual Link konfigurieren zwischen Area, also sag mal, du hättest jetzt Area 3, wäre jetzt nicht an Area 0 angeschlossen, sondern du hast an Area 2 angeschlossen. Da kannst du einen Virtual Link konfigurieren zwischen diesem Router hier und dem ABR. Und in dem Moment geht das dann trotzdem. Da geht der Traffic auch nicht, wenn du dann zu Area 2 willst, geht der Traffic natürlich auch nicht so, ja, sondern der geht direkt in Area 2 rein. Aber das habe ich ja schon erläutert. Ja, das ist eigentlich OSPF in der Nutshell. Das ist die ganze Magie dahinter. Wer da mehr zu wissen will, der kann man das EFC lesen. Ist schon ein paar Jahre älter, wie die ganze Literatur hier. Dieses Buch OSPF, Anatomy of an Internet Routing Protocol von John T. Moy von 98, ist immer noch top aktuell. Das kostet irgendwie 35 Euro auf Amazon. Kann ich echt empfehlen. Da stehen alle Details zu OSPF drin, die man irgendwie mal brauchen könnte. Ein grundsätzlicher Hinweis, wenn es um Routing im Internet geht, Routing in the Internet von Christian Hultemer ist auch ein relativ gutes Buch, um zu lernen, wie Internet eigentlich funktioniert. Sprich Routing innerhalb eines ASs, zwischen ASen, BGP und so weiter und so fort. Das ist da alles ziemlich gut drin erklärt. Also wer hier nach der Veranstaltung da weitergehend sich damit beschäftigen möchte, dem würde ich das mal ans Herz legen, das zu lesen. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Aus dem IRC kam gerade noch die Frage, beziehungsweise aus dem Pad, ob es die Folien nachher auch zum Download geben wird irgendwo. Ich denke doch, ja. Awesome. Sonst keine Fragen aus dem Internet? Per Twitter kam gerade noch rein, um welche OSPF-Version es sich handelt, 1, 2 oder 3. Also OSPF 1 ist tot, das ist nie ausgerollt worden. OSPF V3 ist für IPv6 gedacht. Das ist also OSPF V2 offensichtlich, was wir hier tun. Deswegen auch das EFC zu Version 2. Okay, und selbe Person fragt bei Twitter oder bemerkt bei Twitter noch an, da braucht man eigentlich keinen Port rausnehmen, wenn man den nicht einrichtet, zumindest bei V1. Das kommt auf die Implementierung an, das hängt nicht am Protokoll, das hängt mit der Implementierung deines Routing-Dämons ab, ob der jetzt einen Link ob der auf dem Link OSPF einschaltet oder nicht. Ich kenne keinen, der per Default überall OSPF anmacht. Es könnte ihn aber geben. Sage ich jetzt mal so. Also in Bird muss man für jeden Link, auf dem man OSPF sprechen möchte, das auch explizit einschalten. Das gilt auch für Juniper, Cisco, Quagga, weiß der Henker, was noch so gibt. Okay, Twitter und IRC schweigen. Das ist gut. Gut, dann danke ich. Wir machen jetzt 15 Minuten Pause und danach geht es mit einem kleinen Lab weiter, was euch hoffentlich deutlich weniger Schmerzen bereichen wird als das Static Routing, weil ihr euch nicht mehr mit Routing-Informationen auseinandersetzen müsst, sondern nur damit, dass OSPF auf Interfaces gesprochen wird. Oh,